Foldables oder auch Faltsmartphones gibt es bereits seit einigen Jahren. In letzter Zeit ist die Auswahl an Geräten stark gewachsen. Doch welche Arten der Faltsmartphones gibt es und für wen eignet sich welches? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in einer neuen Folge von TechBook Basics. Vom Konzept bis zum ersten kommerziellen Falt-Smartphones hat es Jahre gedauert. 2018 war es dann soweit. Doch das erste auf dem Markt verfügbare Gerät stammte nicht etwa von Samsung oder Huawei, sondern vom chinesischen Hersteller Royole. Sein Name FlexPay. Das Gerät blieb allerdings ein Nischenprodukt. Weitaus erfolgreicher war da schon das Galaxy Fold von Samsung, das im Frühjahr 2019 vorgestellt wurde und das in Deutschland einen stolzen Preis von 2.100 Euro hatte. Am Konzept des ersten Galaxy Fold hat Samsung bis heute festgehalten. Die Modelle der Fold-Reihe lassen sich wie ein Buch aufklappen und unterscheiden sich damit von den Flip-Smartphones, die eher an ein Klapphandy erinnern. In das Fold- und Flip-Prinzip lassen sich alle aktuellen Falt-Smartphones unterscheiden. Samsung etwa hat beide Arten im Angebot. Motorola setzt bislang ausschließlich auf das Flip-Prinzip in Anlehnung an das Kult-Handy Razer. Der Hersteller Huawei hingegen nutzt das Fold-Prinzip, ebenso wie Honor, Oppo und neuerdings auch Google. Das Flip-Konzept hat den Vorteil, dass sich ein Smartphone unheimlich kompakt zusammenfalten lässt. Solche Klapp-Smartphones bieten aber, abgesehen von einem eventuell verbauten Außendisplay, kaum mehr Displayfläche als ein reguläres Gerät. Anders beim Fold-Prinzip. Zusammengeklappt erscheinen die Modelle fast wie ein reguläres Smartphone. Auseinandergeklappt kommen sie jedoch auf eine Displaygröße zwischen 7 und 8 Zoll und erinnern somit an ein Tablet. Die Hersteller mussten dementsprechend die Apps anpassen, damit sie auf einem solch großen Screen richtig dargestellt werden. Egal wie ein Smartphone gefaltet wird, alle Hersteller setzen hierbei auf flexible OLED-Panels. Aktuelle Modelle halten etwa 200.000 Faltvorgänge aus. Sie lassen sich prinzipiell also viele Jahre nutzen, ohne zu beschädigen. Allerdings sind die Panels nie so eben wie bei einem regulären Smartphone. Eine kleine Krümmung an der Biegefalz sieht man immer. Zudem sind Falt-Smartphones nie komplett abgedichtet. Dadurch können kleine Partikel in das Gehäuse gelangen und sind unter den dünnen Panels schnell sichtbar. Wer sich ein Falt-Smartphone anschaffen möchte, sollte auf diese Punkte achten. Dafür bekommt man aber auch ein Gerät, das nicht nur optisch was hermacht, sondern das auch technisch einiges zu bieten hat. Allen voran viel Displayfläche bei vergleichsweise kompaktem Gehäuse.